Durch den Hype um die Fallout-Serie sind Videospielverfilmungen ja wieder in aller Munde. Und Hollywood plant bereits die nächsten Umsetzungen. Dabei gibt es schon einige gute und einige sehr schlechte zu sehen, wie ich an diesen 15 Beispielen beweisen möchte. Los geht's. Erstens, Tomb Raider. 2001 durften wir Angelina Jolie das erste Mal in der Rolle als Lara Croft sehen. 2003 gab es sogar noch einen zweiten Teil. Damals fand ich die Filme sehr unterhaltsam, aber ich würde diese heute nur noch ungerne anschauen. Primär trugen sich die Filme auch durch die Präsenz von Angelina Jolie, die zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Superstar war. Zudem gibt es ein paar coole Stunts, aber eine gut geschriebene Story sucht man in diesen Filmen vergeblich. 2018 gab es noch einmal einen Film zu Tomb Raider, diesmal in der Hauptrolle Alicia Vikander, die euch vielleicht aus Ex Machina bekannt ist. Zweitens, The Last of Us. Anfang 2023 war es soweit. The Last of Us, eines der beliebtesten und besten storygetriebenen Videospiele, bekam eine Serie. Und was für eine! Zugegeben, die Vorlage selbst hatte schon sehr viele Szenen, die man so eins zu eins in einen Film hätte packen können. Gleichzeitig war die Fallhöhe dementsprechend aber auch sehr hoch. Die Serie setzt aber genau an den richtigen Stellschrauben an und gibt den Charakteren, vor allen Dingen den Antagonisten, mehr Fleisch und Substanz. Nicht zuletzt ist der Cast mit Pedro Pascal und Bella Ramsey natürlich brillant. Einige behaupten sogar, die Serie sei besser als das Spiel. Dem kann ich mich allerdings nicht anschließen. Drittens, Uncharted. 2022 gab es Uncharted in den Kinos zu sehen. In den Hauptrollen finden wir Tom Holland, Mark Wahlberg und Antonio Banderas. Im Film begleiten wir einen noch jungen Nathan Drake. Dieser jagt einer Rätselspur nach, die von seinem Bruder ausgelegt wurde. Ein kurzweiliger Abenteuerfilm, der mich für einen Abend angenehm unterhalten hat. Vor allen Dingen die Stunts und Effekte haben mir gut gefallen. Jedoch habe ich keine Erfahrungen mit den Spielen und kann daher keinen Vergleich ziehen. Bei Fans der Spielereihe kam der Film wohl eher mäßig an. Viertens, Super Mario Bros. 1993 gab es den ersten Versuch eines Super Mario Bros. Films, der sich einen Kultstatus erarbeitet hat. Und zwar als einer der vielleicht schlechtesten Videospielfilme aller Zeiten. Im Jahre 2023 gab es aber nochmal einen zweiten Versuch. Diesmal ein Animationsfilm. Ich hatte große Bedenken und mir vor allem gedacht, braucht es das wirklich? Ein Film zu einem Videospiel, das im Prinzip gar nichts zu erzählen hat und primär über seine Mechaniken funktioniert? Ob es das braucht oder nicht? Der Film war ein Riesenerfolg und das zu Recht, denn er macht wahnsinnig Spaß. Der Film legt seinen Fokus nämlich gezielt nicht auf die Story, sondern bietet tolle Animationen, baut immer wieder sehr geschickt Anspielungen auf Spieleableger und Mechaniken ein und webt den originalen Soundtrack immer wieder sehr geschickt in die Musik des Filmes ein. So entsteht ein Film, der die Fans von Videospielen immer wieder an den richtigen Stellen abholt. Ein toller Animationsfilm, für den eine Fortsetzung für 2026 geplant ist. Fünftens, Sonic. Besonders den Shitstorm, den die optische Umsetzung von Sonic noch vor Veröffentlichung ausgelöst hat, dürfte jedem Gamer noch bestens in Erinnerung sein. In diesem Fall hat es sogar etwas gebracht und die Produzenten des Films ließen das Design von Sonic noch einmal überarbeiten. Und so kam 2020 der erste Teil von Sonic the Hedgehog. Fans waren begeistert, sodass 2022 ein zweiter Teil ins Kino kam und Ende des Jahres 2024 ein weiterer Teil erscheinen wird. Es wird sogar noch eine Spin-off-Serie zu Knuckles geben. Sechstens, Prince of Persia. Disney versuchte sich 2010 an einer Filmumsetzung des Prinzen von Persien. Mit einem riesigen Budget von knapp 200 Millionen US-Dollar wollte man eine epochale Umsetzung schaffen und investierte viel in Szenenbild und Effekte. Auch der Cast konnte sich mit Namen wie Jack Gyllenhaal oder Ben Kingsley durchaus sehen lassen. Aber es kam, wie es kommen musste. Der Film wurde ein Flop und erhielt insgesamt auch eher schlechte Kritiken. Auch die Fans der Reihe konnte der Film nicht überzeugen. Ganz ehrlich, ich mochte den Film damals. Jedoch hatte ich mit den Spielen nur sehr wenig Berührungspunkte. Freunde von mir, die große Fans der Games sind, ließen kein gutes Wort für den Film übrig. Siebtens, Wreck-It Ralph. Disney hat sich 2012 an einen Animationsfilm versucht, der zwar kein bestehendes Videospiel abbildet, aber in einer Welt voller Videospiele stattfindet. Der Protagonist Ralph spielt den Bösewicht in einem Videospiel, das sehr eindeutig von Donkey Kong inspiriert ist. Im Film finden wir verschiedenste Anspielungen an verschiedene Videospiele. Am eindeutigsten ist hier wohl die Selbsthilfegruppe der anonymen Bösewichte, in denen wir Charaktere wie Bowser, einen Geist aus Pac-Man oder Mr. Bison aus Street Fighter zu sehen bekommen. Ein unterhaltsamer Film, der sehr positive Kritiken einfahren konnte. Ich persönlich fand die Idee leider besser als den fertigen Film. 2018 gab es übrigens noch einen zweiten Teil. Dieser ging jedoch komplett an mir vorbei. Achtens, Free Guy. Mit Free Guy bekamen wir 2021 einen Film, der uns ein Videospiel mal aus einer ganz anderen Perspektive erleben lässt. Nämlich der eines NPCs. Der Film wirkte auf mich wie eine Mischung aus Ready Player One und The Lego Movie,
Beides Filme, die ich sehr mochte. Und auch dieser Film macht sehr viel Spaß und nimmt eure Lachmuskeln aufs Korn. Vor allem Multiplayer-Spieler dürften durch die verschiedenen Anspielungen auf ihre Kosten kommen. Besonders gelungen finde ich die Darstellung des toxischen und teilweise auch infantilen Verhaltens der User im Kontrast zur herzerweichenden Geschichte der Protagonisten. Ein unterhaltsamer Film, der sich auch Zeit für große Gefühle nimmt. 9. Resident Evil. 2002 war es soweit. Der erste Resident Evil Realfilm kam ins Kino. Dieser und die Fortsetzungen waren so erfolgreich, dass es für insgesamt 6 Teile und somit eine eigene Filmreihe gereicht hat. Teil 1 war und ist bis heute sehr beliebt, da er die Atmosphäre und die Mysterien des Spiels gut aufgreift. Zwar erzählte dieser schon eine sehr eigene Geschichte, doch spätestens ab Teil 2 verabschiedet sich die Filmreihe komplett von der Spielvorlage und hat außer Namen und Charaktermodellen eigentlich nichts mehr damit zu tun. Auch wenn ich die ersten Teile in meiner Jugend sehr gemocht habe, kann ich der Reihe heute nur noch sehr wenig abgewinnen. Die letzten beiden habe ich mir schon gar nicht mehr angeschaut. 10. Assassin's Creed. Bis heute ist Assassin's Creed eine der erfolgreichsten und beliebtesten Spielereien von Ubisoft. Die Anziehungskraft liegt in der Kombination aus simplem, aber unterhaltsamen Spielmechaniken und guten Stories, die in verschiedenen geschichtlichen Szenarien eingebettet werden. Nur eine Frage der Zeit also, bis hierzu auch ein Film erscheint. 2016 war es soweit. Der Assassin's Creed-Film kam ins Kino und wurde ein Desaster. Dabei waren die Voraussetzungen eigentlich sehr gut. Fast das komplette Team hatte zuvor schon zusammen an dem Macbeth-Film gearbeitet, der von Kritikern hoch gelobt wurde. Zudem versuchte man, die Geschichte nicht in ein bereits vorhandenes Szenario einzupacken, sondern entschied sich für eine neue Zeitepoche. Der Film sollte also nicht einen Teil der Videospielreihe abbilden, sondern quasi einen neuen Teil hinzufügen. Das Konzept ging leider gar nicht auf. Vor allem, weil viel zu großer Fokus auf die Szenen gelegt wurde, die in der Gegenwart spielen. Auch ich als großer Fan der Ezio-Reihe konnte dem Film nichts abgewinnen und schaltete etwa nach der Hälfte aus, da ich es nicht mehr ertragen konnte. 11. Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Hier wurde sich an einem Ableger der Pokémon-Reihe versucht, in dem es nicht ums Kämpfen geht, sondern mehr um das Rätseln und die Story. Und das funktionierte sehr gut. 2019 kam mit Meisterdetektiv Pikachu ein Film mit viel Herz und vor allem viel Liebe zum Detail ins Kino. Die Mischung aus realen Schauspielern und animierten Pokémon funktionierte fantastisch und Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Zudem bleibt der Film durch seine mysteriöse Story stets spannend und macht Lust auf mehr. Alles in allem ein toller Film, den man sich als Pokémon-Fan auf jeden Fall mal anschauen sollte, auch wenn man das entsprechende Spiel nicht gezockt hat. 12. Pixels. Eine Komödie mit unter anderem Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James und Peter Dinklage. Der Film kam 2015 in die Kinos und behandelt im Kern die Videothekenspielkultur, die wir in Deutschland so kaum erlebt haben. Im Kern der Handlung stehen verschiedene klassische Arcade-Games wie Donkey Kong, Pac-Man oder Space Invaders. Im Film greifen Aliens die Erde in Form dieser Videospiele an. Mein Fazit: kann man machen, jedoch ist dieser Film wie fast jede Komödie mit Adam Sandler eher langweilig und austauschbar. 13. Need for Speed. In den 2000er Jahren wurde die Videospielreihe Need for Speed vor allem durch die Underground-Ableger sehr bekannt und beliebt. 2014 kam daraufhin eine Filmumsetzung, die viel zu spät kam und sich natürlich nicht gegen die bereits etablierte Fast and Furious-Reihe durchsetzen konnte. Zudem hat der Film so wirklich gar nichts zu erzählen. Einziges Konzept schien zu sein, den Namen zu verwenden, um mit Aaron Paul einen Hauptdarsteller zu casten, der durch die Serie Breaking Bad zu diesem Zeitpunkt in aller Munde war. Mehr ist mir von diesem Film nicht hängen geblieben und ich kann ihn absolut nicht weiterempfehlen. 14. Hitman. Der Agent 47 wurde bereits durch zwei verschiedene Schauspieler in zwei verschiedenen Filmen verkörpert. Erster Versuch war 2007 mit Timothy Olyphant in der Hauptrolle. Zweiter Versuch 2015 mit Rupert Friend in der Hauptrolle. Beide Versuche scheiterten und kamen beim Publikum nicht gut an. Das Problem? Charaktere und Story sind im Spiel nur ein Nebenprodukt, welches im Spiel zwar funktioniert und zeitweise unterhält, aber eben nicht im Fokus steht. Dadurch wirkt ein storygetriebener Hitman-Film eben einfach austauschbar. Auch wenn die Action vor allen Dingen in dem Film von 2007 gut inszeniert ist. 15. Max Payne. Max Payne 3. Ja, auch von Max Payne hatten wir 2008 eine Filmumsetzung mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und wieder mal eine unglaublich schlechte. Der Film hatte im Prinzip gar nichts mit der Videospielreihe zu tun und betrieb quasi Etikettenschwindel. Während viele Fans der Videospiele auf weitere Ableger hoffen und sich vor allem auf die angekündigten Remakes freuen, dürfte hingegen jeder froh sein, dass der Film keine Fortsetzung bekam. Könnt ihr mit Videospielverfilmungen etwas anfangen? Und welches Spiel hätte eurer Meinung nach mal einen Film verdient?
Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Für mehr Filmlisten klickt doch gerne auch mal hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao, Bubi. Tschüss.